Bei Verhältnisgleichungen habe ich mir jetzt mal beibringen lassen, das hat eine Schülerin sehr schön erklärt, und das ist richtig kompliziert, wie man das mit molarer Masse ausrechnet. Und das war eine ganz schön gewaltige Rechnung, viel gekürzt, damit die Einheiten stimmen und so weiter. Und sie kam auf 193 oder 153? 153,3 Periode 3 Gramm. Was wir an Calciumcarbid aus 20 Gramm Kohlenstoff so zusammenbasteln. Jetzt kommt das Konkurrenzprodukt, das ist aber nur informativ, das muss man nicht können. Ich schreibe hier ein X hin und jetzt schreibe ich hier den ganzen Mist raus. In der Zeit schreibe ich mir mal die U's von Kohlenstoff und Calcium und so weiter dazu. Ich habe das mal schon rausgeschrieben, da ich hier nur ein Mol von Kohlenstoff habe, entspricht das 12 U wiegt ein Kohlenstoffatom, ein einziges. Hier die 12 U schreibe ich hier darüber. Hier Calcium hatte 40 U pro Atom, aber ich habe hier zwei Stück dabei in diesem Molekül Calciumcarbid und ich stelle also die Verhältnisgleichung auf. Aber ich mache es gleich so, dass das X oben steht und zwar 20 Gramm verhalten sich zu 12 U wie, und jetzt rechnen wir mal zusammen, 2 mal 40 ist 80, 92, pardon, falsch rumgeschrieben, wie 92 U habe ich hier unten stehen und hier habe ich mein X. So, mal 92 U. Und ja, der Rest ist dann eigentlich Tippeltappeltour, ne? 20, hier könnte ich noch rumkürzen. Ich schreibe es mal ausführlich hin. 20 Gramm mal 92 U durch 12 U ist gleich X. Das tippe ich in den Taschenrechner ein. Ich melde mich gleich wieder. Und die gleiche Rechnung hatten wir hier eben schon vollführt. Also 92 mal 20 durch 12 ist dann 153,3 Periode 3. Und da die U's sich ja hier rauskürzen, bleibt Gramm übrig. Ich bin ganz froh über meine Variante. Danke, bis dahin, wir reden mal drüber.